Hallo und herzlich willkommen zu Grizzlies OFM Tagebuch zur 103. Folge. Es sind 32 Spieltage gespielt und ich kann euch jetzt schon sagen: erster uneinholbar Aufstieg. Es ist fix. Nach 32 Spieltagen, ich werde diese Folge erst übermorgen ausstrahlen. Also wenn ihr sagt, das ist klasse, bitte ich euch um einen Daumen. Muss er dann auch sein, als kleine Belohnung. Und der SK Grizzlies spielt dann beim OFM in der Regionalliga in der dritthöchsten österreichischen Klasse. Wunderbar. Da freut einen doch auch gleich das Event viel, viel mehr. Und zwar machen wir jetzt mal die ganzen Packs auf. Das nächste Training dürfte dann gleich auch ablaufen. Ich weiß nicht, ob es während dieser Folge noch abläuft oder danach. Egal. Das Boosterpack machen wir auf. So, holen mal die ganzen Sachen hier. Gehen aufs Training und... Na, eine Stunde 27 noch. Na, das geht sich jetzt nicht aus. Aber vielleicht können wir doch das nächste Spiel anpfeifen. Verloren, klasse. Ich hoffe, ich verliere heute nicht noch einmal. Und zwar zeige ich euch gleich, was ich meine. Gehen wir mal die Achievements absammeln. Wunderbar, 100 Kicks. Ich habe schon jetzt da 60 Token, wo ich jetzt da auch schon da in die Soccerhalle holen könnte. Schauen wir mal, wie viele Token noch dazukommen. Ja, was ich euch natürlich noch zeigen möchte, ist von spannendem Interesse. Und zwar im Fun Cup spiele ich gegen meinen Freund Jan9400JFM. Ich habe das Hinspiel knapp, aber doch, wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, mit 2:1 verloren. Wo er mein Starstürmer nicht getroffen hat. Ich hoffe, er ist heute besser in Form. Das ist der andere, Entschuldigung. Oder vielleicht doch. Ich bin im Moment etwas jetzt da. Wie soll ich sagen? Auf der Leiter, aber egal. Auch das muss live passieren. Genau, hier ist der Bericht. Er hat doch getroffen. Robetevs hat getroffen. Und sogar zur zwischenzeitlichen Führung gegen Jan eingenetzt. Und Jan konnte dann erst 10 bzw. 14 Minuten später das Spiel drehen. Gratuliere. Zumindest habe ich ein Auswärtstor geschossen. Ich weiß nicht, ob diese Regel hier noch gilt. Aber wir werden jetzt sehen, gegen wen der SK Grizzlies spielt oder nicht spielt. Im Finale ist auf jeden Fall Olympic Luca. Der hat hier den zweiten Platz gemacht. Ich habe ja in der Vorrunde ebenfalls den zweiten Platz gemacht. Und falls diese Folge Jan Duet siehst, heute ist der 13.12. Ausstrahlungsdatum ist dann wahrscheinlich der 15.12. So ist jetzt meine Reaktion, soll ich es in Spannenspielbericht. Den geben wir sich jetzt, oder? Den geben wir sich jetzt. Ich bin startklar. Schauen wir mal, der SK Grizzlies muss ein 2:1 aufholen. Oberliga D Österreich gegen 2. Liga Süd Deutschland. 6. Minute. 7. Minute, gleich ein Tor und 0:1, um Gottes Willen, jetzt kann ich schon 2 Tore, muss ich jetzt machen, mindestens um in die Verlängerung zu kommen. Und ein zweites Tor und das ist das 0:2, das ist die Entscheidung. Jan, gratuliere fürs Finale, dann gewinne doch auch das Finale für mich. 2:1, genau das gleiche Ergebnis wieder wie im Hinspiel, das heißt, Fun Cup verloren, ausgeschieden. Winter League verloren. Ja. Soll nun mal so sein und nicht anders. Ich gratuliere zur Finalteilnahme, Jan. Alles Gute. Ja, trotzdem ein schöner Bericht heute von mir mit dem Aufstieg für euch als wirklich gute Überraschung.
Ich hoffe, dass wir sie vielleicht noch einmal sehen. Dieses Jahr. Das Jahr läuft ja auch bald ab. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß noch. Tschüss und Baba. Euer Grizzly.